Ja, war ja heute relativ erfolglos, die Folge, ne? So, jetzt ziehen sie hier wieder Wasser. Die ziehen wieder Wasser. Guck mal. Jetzt wird es wieder reingepumpt, aber dafür haben wir auch extrem viele Leute verloren hier. Guck mal, ist alles leer, alles verlassen, weil sie kein Wasser mehr hatten. Rohrprobleme? Ja, deine Mutter hat ein Rohrproblem. Entschuldigung. Okay, das ist natürlich, ja. Zumindest bis jetzt noch keine Überschwemmung. Ich hasse es, wenn es dunkel wird, dass du nichts mehr siehst, ne? Ja, stimmt, die Kacke, die kann ja den Ofen nicht weg hier, ne? Ah, nee, das ist schon. Alter. Ist eigentlich die ganze Stadt verlassen, ne? Gut, 15.000 Leute haben wir noch, aber guck mal hier. Alles leer. Ach, Kacke. Ja gut, das machen wir dann nach und nach, ne? Dann gehen wir hier mal mit dem Flug durch. Wasser ist in Ordnung, Strom ist auch wieder verfügbar. Okay. Die ganze Kacke wird hier hinten wieder weggespült. Ah, das könnte sein, dass jetzt hier hinten das kleine Wasserkraftwerk, dass das überschwemmt wird. Mal gucken. Weil das ist ja wirklich winzig. Ist ja sehr niedrig. Ja. Hier kommt's, oder? Kommt's hier hoch? Kommt's drüber? Ja. Nee, nicht. Nee, doch nicht. Okay. Die Kamera wackelt ein bisschen, ne? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass das hier jetzt rüber schwappt. Okay, das ist natürlich gut. Gut. Dann fliegen wir hier mal durch. Ja. Das wird eine Abriss-Folge. Meine drüben, wo wir jetzt die neuen Mülldeponien hingebaut haben. Da werden sie jetzt auch bald abkotzen, da werden sie krank werden und deswegen sterben und dann werden die jetzt da die Gebäude leer sein. Wegen der hohen Verschmutzung. Ich weiß mir gerade echt nicht anders zu helfen, ne? Eigentlich müsste man alle Häuser nochmal abreißen und neu aufbauen lassen, ne? Immer, na klar. Natürlich. Hellblau haben wir hier. Zack, weg. Zack, hingebaut. Dann müssten die ja eigentlich abreißen. Theoretisch. Hier hatten wir die kleinen. Abreißen. Also Wohngebiet wegmachen. Neu aufbauen. Geht das so? Wahrscheinlich muss das länger sein, ne? Ich probiere es hier mal an der Ecke. Zack, das ist weg. Das ist auch weg, ja. So geht's schneller. So geht's, glaube ich, schneller. Dann haben wir hier dunkelblau. Wegmachen. Ah, die dunkelblauen jetzt weg. Warten, bis die alle verschwunden sind. Und klatschen die dann hier nach und nach wieder hin. Ich glaube, das geht ein bisschen schneller. Bin mir nicht sicher. Hier haben wir hellblau. Zack, weg, zack, weg. Zumindest zum Teil geht es schneller. Aber ist auch gerade gar keine Nachfrage, ne? Zwecks Wohngebiete.
Oh Mann. Ja. Das ging ja ordentlich schief, ne? Aber gut, lernt man draus, ne? Lernt man draus. So. Ja, und sonst so? Erzählt was. So. Weisen wir hier wieder die ganzen Gebiete zu. Durch so was, man vielleicht auch mal eine ganz andere Perspektive, ne? Und baut vielleicht doch anders. Zum Teil zumindest. Ja, macht euch weg jetzt hier. So. Weiß ich nicht, mal gucken. So, machen wir das hier noch weg. Dann haben wir wenigstens die Ecke hier hinten schon mal ein bisschen ordentlich gemacht. Aber es ist halt gerade gar kein... Wir haben schon über 2 Millionen Minus. Okay, also ich bin ehrlich, ob wir uns davon nochmal erholen, weiß ich nicht. Es ziehen zwar Leute hin, also hinzu, ne? Aber ob wir uns... Ein Gebäude ist abgebrannt, ja. Ob wir uns von diesem Crash nochmal erholen, ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Stadt jetzt bankrott geht. Ich glaube, das war unser Todesstoß. Was haben wir denn hier für Gebiete? Industrie und so. Machen wir hier ein bisschen was weg. So. Können wir hier neu zuweisen? Hallo? Weg. Vielleicht, ne? Auch nur vielleicht klappt es. Ich glaube es zwar nicht. Aber wir geben noch nicht auf. Weil es ziehen immer noch Leute wieder her. Ja, und sonst so? Was hast du heute im Stream gemacht? Die Stadt versaut, nochmal abgerissen und versucht nochmal neu aufzubauen. Was man halt so macht im Stream. Obwohl, wollt ja sowieso so ein bisschen machen, ne? Was passiert, wenn? Ne? Habe ich ja mal gesehen und fand ich ganz spannend eigentlich. Oder einfach mal so ein paar Leute beobachten oder wie auch immer, ne? Aber ja, so kann man ja mal so ein bisschen gucken, ne? Was passiert, wenn auf einmal keine Möglichkeit mehr da ist für Wasser? Wenn Wasser auf einmal weg ist und Strom dadurch auch ausfällt, wenn so ein richtiger Totalausfall ist. Man sieht's, wir machen über 3 Millionen Geld minus und nimmt doch kein Ende. Es ziehen zwar immer noch Leute her, aber Nachfrage ist null. Ja. Hier kann man einfach nur das alles neu zuweisen, dann nach und nach, ne? Und dann irgendwie hoffen, dass man sich nochmal erholt, aber wahrscheinlich kommt vorher noch eine Meldung, dass die Bank
dass die Bank, sag ich schon, dass du bankrott bist und also dass wir hier bankrott sind und das war dann einfach der Todesstoß. Ich meine, ist nicht schlimm, ne? Wir haben es ein bisschen ausprobiert, wir haben es ein bisschen ausgereizt und ja, wir werden sehen. Aber so allgemein Aufbauspiele, ne, wie das hier, mir geht halt so die ganze Zeit durch den Kopf sowas wie hier City Skylines, wollte ich gerade sagen, Quatsch. Wie heißt das andere hier mit dem Park da, mit dem Freizeitpark? Sowas gibt's ja auch, ne? Ob man vielleicht auch sowas macht, weißt du? Ob man vielleicht bei sowas mal reinguckt. Wäre ja eigentlich auch ganz cool. Ich meine, diesen Toiletten-Simulator da, diesen Klo-Blase-Simulator, den machen wir auch bestimmt noch irgendwann. Das lasse ich mal, oder? Ja, komm hier. Ja, Klo. So. Ja, das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. So, hier hatten wir noch ein paar Bürodinger. Schmeißen wir irgendwie auch die meisten raus. Wenn wir uns damit gerade keine Freunde machen, weil hier noch ein paar einzelne Unternehmen sind, die noch aktiv sind. Zum Beispiel die Bänder. So. Aber jetzt können wir ja, der ist nicht weggegangen, können wir wieder neu zuweisen. Jetzt können sie gerne wieder aufbauen. Ist halt schneller, als wenn der das einzeln abreißt, ne? Das dauert mir zu lange. Die bauen ja aber auch sonst nicht auf, ne? Was ist denn hier? Vielleicht die Ecke? Ja, dann macht das gleich alles mit. Hallo? Hier, den Punkt da. Gut, okay. Aber wir hören dann jetzt auch gleich so langsam auf, ne? Ich versuche hier noch so ein paar Wohngebiete mitzunehmen. Und dann belassen wir dabei, glaube ich, für heute. Ja, wir sind auch schon gut in der Zeit. Ne, Wurst? Du willst auch so langsam Gassi gehen wieder, ne? Merkt das schon. Kommt's her, belatscht es meine Beine. Guck mal, aber hier. Hier geht's eigentlich wieder, ne? Oder Rufus, zerfetzt mich nicht. Können ja hier so kleinere bauen. So, kleine Wohngebiete. Über 4 Millionen minus. Verlassene Gebäude. Ich weiß. Hier ist auch gerade überhaupt keine Nachfrage weiter. Hier könnten wir, das ist diese blau, könnten wir hier mal kurz wegmachen, das Gebiet. Zack, und wieder aufbauen, bevor der sich wieder abreißt. So. Vielleicht schaffen wir es ja doch nochmal. Vielleicht. Ah, gut. So. Die machen wir mal weg. Ich glaube, hier können wir auch wieder einzeln durchfliegen. Sonst ist hier zu viel. Sonst haben wir zu viel Verlust. Ich meine, wir haben ja so viel. Das macht ja jetzt auch nicht mehr aus, ne? Wir haben gleich unsere 5-Millionen-Grenze erreicht. Ich weiß gar nicht, irgendwann kommt dann die Meldung wahrscheinlich. Ja, er knabbert sein Möhrchen weiter. Sehr schön. Irgendwann kommt dann wahrscheinlich die Meldung, dass wir bankrott sind. Oder auch nicht. Es geht ja noch immer weiter ins Minus, ne?
Also. Die ganzen Viertel neu aufbauen. Aber gut, jetzt wisst ihr, was passiert, wenn man wirklich mal einen richtig krassen Blackout kriegen würde, ne? Wenn man wirklich, der hat ja keinen Strom, weil hier Kinder nachzieht, ist auch gut. Wenn man wirklich, ja, weder Strom, noch Wasser, noch sonst was hat, ne? Wenn wirklich alles komplett ausfällt. Jetzt weiß man, was dabei rauskommt. Oder wie es aussehen könnte, ne? Überall hauen die Leute ab, weil die haben ja halt nichts mehr. Ich glaube, zum Teil reißen sich die Gebäude auch nach einer Zeit selber ab, ne? Und dann wird hier neu aufgebaut, weil hier sah es gerade so aus. Der hier, die müssen leider warten. Sei denn, die werden, der ist auch schon rot, ne? Die werden auch gleich abbauen. Wird ihm wahrscheinlich zu lange dauern, weil hier zieht keiner mehr hin. Also ohne Strom, ohne Wasser ist schon alles Mist. Vielleicht müsste ich auch die nächste Stadt wirklich nur so in Quadrate einteilen, ne? Das ist halt wirklich so, wie in den USA, Blöcke sind immer. Immer Wohnblöcke. Vielleicht macht sich das besser. Auch so mit der Straßenführung meine ich jetzt, ne? Aber Rufus. So. Okay. Da, wo wir die Wohngebiete neu zugeordnet haben, da wird kaum was nachgebaut, ne? Hier kommt wirklich so gut wie gar nichts mehr nach. Die sind immer noch ohne Strom. Da ist auch überhaupt keine Nachfrage gerade, ne? Null. Wir müssten Werbung machen. Wir wünschen dir noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Ich gehe jetzt ins Bett. Alles klar, dann vielen Dank, dass du da warst. Und ja, euch auch eine gute Nacht. Und ja, wir hören uns bestimmt morgen oder ansonsten sehen wir uns am Dienstag. Bis dann, macht's gut. So. Okay. Und danke, dass ihr da wart. Habe ich das schon gesagt? Weiß ich nicht. Halt doppelt hält Wasser. So. Aber es sieht jetzt gerade tatsächlich wieder ganz okay aus, ne? 26.000 gleich 27.000, Einwohner wieder? Gebäude ist abgebrannt, ja. Hier ist er wirklich so mit Feuerwehrsicherheit null, ne? Kannst hier alle 2 Meter quasi eine Feuerwehrstation hinbauen, die kommen einfach nicht durch. Wahrscheinlich, ja, hier, guck mal. Da ist ja klar, dass dann. Weil zumal Feuerwehr ist ja nicht wie im echten Leben, dass sie dann eine Rettungsgasse machen oder wie auch immer, dass sie halt schnell durchkommen. Sondern wenn die in Stau stehen, stehen sie in Stau. Wenn da halt ein, oder wenn hier eine Ampel rot ist, dann bleiben die halt an der roten Ampel stehen. Das ist denen wurscht. Das ist ein bisschen schade. Aber ja gut. So, das können wir hier schon mal zur Leerung freigeben. Den können wir wieder öffnen. Was? Nein. Was habe ich gemacht? Nein, geh weg. Verschieben hatte ich gemacht. Nee, ja. Leerung enden. Leerung beenden. So. Ja. Hier so was abgebrannt. Ich glaube, wenn ich mal nochmal so ein neues Stadtprojekt mache, dann mache ich tatsächlich jetzt so, dass ich das in Blöcken baue. Richtig breiter, ein bisschen Autobahnen. Denn, oder hier so eine breiten Straßen, ne? Dann wirklich Blöcke. Könnte vielleicht klappen. Mal gucken. Jetzt sag nicht, hier kauft ihr neues Land. Ich hab null Geld, ne? Ich hab jetzt fast 6 Millionen minus.
Gebäude ist abgebrannt, ja. Okay, ich lasse es. Ich hab jetzt auch keinen Nerv mehr dafür, ne, dass hier alles abfackelt und Müll überall liegt, hier auch schon wieder Müllprobleme. Zumal hier sind wirklich breite Straßen, hier sollte eigentlich kein Problem sein mit der Müll zu... Doch, gibt es. Okay, verstehe. Hier, da, gucke. Da hängen sie nämlich alle fest gerade, ja. Da haben festgehangen. Ja, muss mal schauen. Ja, das hast du schon gesagt. Also, okay, jetzt, alles klar. Gut, alles klar. Dann, genau, für YouTube höre ich jetzt auch auf. Ich mache jetzt auch so langsam Schluss. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob wir diese Stadt nochmal retten können. Falls ja, werden wir das zusammen schaffen. Falls nicht, dann beginnen wir ein neues Projekt. Macht dann auch nichts. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.